Servus Leute, willkommen zurück zu Hunting Ground. Ja, willkommen zurück zu Hunting Ground. Ich mache hier jetzt weiter mit meiner übrig gebliebenen Taktik. Yui folgt mir am besten auf Schritt und Tritt. Ich werde jetzt noch nicht den Venus-Schlüssel verwenden. Ich werde jetzt erstmal hier rechts lang gehen, um zu gucken, wohin die Brücke überhaupt gefallen ist. Da ist der kaputte Spiegel noch. Okay, neue Orte, in denen ich noch nicht war. Ich bin sehr... Mach schneller! Viech. Noch eins. Was ist das? Sieht wie ein Mausoleum aus. Da stehen Worte geschrieben. Der tote Geist fleht um Leben. Kommt aus der Unterwelt zurückgekrochen. Ein Schlückchen, das frisch. Moment. Schlückchen, nicht Stückchen. Und ich weiß, da liegt was. Ich muss zuerst die Luminosanten loswerden. Luminosanten nerven total. Fuck, Daniela, dich habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Na, Daniela, was geht ab? Wenn du jetzt wieder so dumm lachst, dann... Ey! Moment, Moment. Was ist das? Beeil dich, ja, lass dich von Luminosanten. Du Olle hast Yui weggefetzt. Wenn du hier was tust, ich schwör's dir. Aber ich bin getroffen. Attacke! Olle. Ja, sie, ja, das meine ich mit Intelligenz. Weil sie hat mir gerade den Weg abgeschnitten. Habt ihr gesehen? Okay. Weiter! Mach sie platt! Nee, 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 nee. Hau ja von mir ab, du. Annäherungsversuche. Hat sie mich getroffen? Annäherungsversuche gibt's hier nicht. Was? Yes, von hinten. Das sieht mal geil aus. Treten. Treten. Treten so oft wie möglich. Oh, das war, glaube ich, eins zu oft. Was war noch schnell gegen Lavendel, nicht wahr? Oh, fuck, ich habe nur zwei. Haben wir sonst noch irgendetwas? Keine Ahnung, was das bewirkt. Vermindert Panik gänzlich, das ist ja mal sehr schön. Ich brauche allerdings nur ein bisschen erstmal. So, Magnesium. Den werde ich euch ausgerüstet. Weil, wie war das mit Dreieck, nicht wahr? Ja. Daniela, du kannst mich mal. So, hier. Das war vielleicht etwas dumm gelegt, aber. Ja? Tritt doch drauf. Ja, nochmal. Nö. Ja, beißen. So, da. Schmeckt jeden Tritt. Yui. Ja, ich häng fest. Das ist unfair. Moment, Yui gebe ich später. Ja, boah, danke. Danke, 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 Yui. Da gibt's einen Arschtritt, aber vom allerfeinsten. Moment, Yui, da. Ey! Double KO! Ja, ich kann jetzt... Was? Hat die Olle was verloren? Ja. Ich glaube, ich sollte den Rückzug antreten. Wie rufe ich Yui nochmal zu mir? Ich habe wieder alles vergessen. Runter. Komm mit Yui. Die Olle liegt erstmal, die lassen wir links liegen. Zwar im wörtlichen Sinne total. Und ich weiß, sie liegt hinter mir. Ja, sie hat die Tür zugemacht, die Doofi. Doofi? Ich hau ab hier. Ihr könnt mich alle.
So langsam erhole ich mich auch von meiner Panik. Also ich hier sitze nicht ruhig. Das Doofe ist, ich habe jetzt nicht mal lesen können, was da oben steht. Das Problem ist, ich werde in der Aufnahme, dann werde ich das da eben zu Ende lesen müssen. Ja, das wollte ich nicht. Leute, kurze Planänderung. Mir geht's gerade echt nicht so super, weil wegen Zahnschmerzen und so weiter, das habe ich im letzten Part sowieso schon gesagt, also weil dieser Part hier und der letzte von davor sind im Stück aufgenommen, wie man wahrscheinlich am Datum gesehen hat und an der Uhrzeit. Ich wurde gerufen, das auch noch. Moment. So, Leute, da bin ich wieder zurück. Ja, was ich gerade sagen wollte, also nur zur Erklärung, mein Stiefvater ist jetzt mit dem einen Hund zum Tierarzt gefahren und der andere Hund ist noch da und wenn er bellt, dann tut mir leid. Was ich sagen wollte, meine Gesundheit ist jetzt dadurch, dass ich ja gestern beim Zahnarzt war, angegriffen und mir geht es eben dementsprechend nicht so gut. Deswegen ist das, obwohl ich es versucht habe, zuerst irgendwie doch ein Fehler, Hunting Ground zu spielen in so einem Zustand. Ich habe nach der Aktion vom letzten Mal, also nicht vom letzten Video, sondern vom Video davor, das wo Daniela so ekelhaft gelacht hat, da habe ich sowieso schon sehr mit dem Gedanken gespielt, das Projekt abzubrechen, aber ein Wolf lässt sich von nichts und niemandem unterkriegen, obwohl Daniela ziemlich nahe dran ist. Sie hat mich seelisch komplett im Schraubstock, kann man so sagen, weil sie hat mich echt schon seelisch an die Grenzen gebracht. Auf jeden Fall, ich werde, wenn ich diese Aufnahme jetzt beendet habe, werde ich beide Aufnahmen, also diese hier und die von davor, werde ich auf meine externe Festplatte hauen, die ja übrigens auch schon fast voll ist. Werde sie rendern dort, werde dann die Videos angucken, werde durchlesen, was da auf dem Text stand, nachdem Daniela mich verscheucht hat. Ja, welche Pläne sonst noch? Ich werde, solange ich im Umgebungsmodus, so nenne ich es mal, bin, werde ich ohne Sound und so weiter herumlaufen, auch wenn Daniel da dann auf einmal um die Ecke kommt, so wie sie es gerade vorhin gemacht hat. Aber ich möchte wenigstens ein bisschen was in Erfahrung bringen. Den Venusschlüssel habe ich zumindest, also ein bisschen im Fortschritt kann ich verzeichnen. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ich habe es vergessen und ich wette, sobald ich auf Stopp gemacht habe, die Aufnahme, weiß ich es wieder. Es ist immer so. Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Mir fällt nichts, mir fällt es nicht ein, das wollte ich sagen. Naja, egal, auf jeden Fall. Falls ihr irgendwelche Fragen und so weiter habt oder falls euch mein Spielstil dieses Spiels auf den Zünder geht, dann kann ich das nur echt nachvollziehen, weil das findet man nun mal nicht ganz so geil. Ansonsten für Fragen oder Hilfestellungen, obwohl das Projekt bestimmt schon lange beendet ist, bevor ihr es seht, aber trotzdem freue ich mich drüber. Könnt ihr gerne machen. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video und das Video von davor und generell das ganze Let's Play gefällt. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Servus, Leute. Ja, erstmal Start drücken. Willkommen zurück zu Hunting Ground. Ja, ich habe selbst bemerkt, dass im letzten Part, wo ich den Sound komplett weggemacht habe, das ist schon irgendwie. Das werde ich rausschneiden, wenn ich nicht vergesse. Das ist schon irgendwie ein dummes Gefühl, dass wenn ich hier rumlaufe und keinen Sound habe, dann höre ich logischerweise die ganze Atmosphäre nicht und ich habe auch nicht bemerkt, dass ich dort im Garten zum Beispiel schon von Daniela verfolgt wurde und ich habe es nicht mal gemerkt. Nun gut, dass die Tatsache, dass ich den Sound ausgemacht habe, das nimmt mir den Horroreffekt und die ganze Stimmung, aber naja, ich hoffe, ihr könnt damit leben, weil dieses Spiel hat mich so sehr in die Mangel genommen bisher. Es bleibt mir nichts anderes übrig, außer diese Ausweichtaktik zu verwenden. Ich habe sogar schon mehrfach überlegt, ob ich ein Video hochladen soll, wo ich
erkläre, dieses Projekt abzubrechen. Ich werde versuchen, es noch so lange wie möglich auszuhalten, aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es einfach nicht mehr, weil diese Daniela hat mich seelisch so sehr zerstört, was man vielleicht gehört hat im Let's Play, aber nun gut, ich werde auf jeden Fall jetzt noch, lass mich überlegen, ich habe den Text danach gelesen in der bearbeitenden Aufnahme, irgendwas mit frischem Herzblut und so weiter, ja. Ich habe einen Weg, also hier gleich um die Ecke, da werde ich hingehen. Ich habe noch einen anderen Weg, da oben, wo die Tür aufging. Ich habe die Venus-Schlüsseltür. Dieses komische Grab oder was das war, wo ich das gelesen habe, wo ich von Daniela verfolgt wurde, das habe ich noch. Dann irgendwo zu Beginn, wo wir in dieses Gebiet gekommen sind, da wo die Laterne war, wo wir den Luminisanten reingelockt haben, da war auch noch eine Tür. Also, oh, eine ganze Menge Wege. Ich werde jetzt mal hier die Beine in die Hand nehmen und hier reingehen. Warum ist die Tür offen? Das gefällt mir mal so gar nicht. Moment mal. Scheiße, Mann. Das beunruhigt mich, dass Huey nicht da ist. Und ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Opro-Medaillon. Hallo? Nein, nein. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Die Eule ist schon wieder da. Oh. Ja, falls mich jetzt irgendwelche Leute als Weicher oder so Pussy oder sonst was betiteln, tut mir leid. Ich bin mal kein Horrortyp. Also, um es mal ganz genau zu erklären. Horrorfilme gucke ich generell nicht. Ich habe schon mal vereinzelt welche gesehen, aber die sind absolut nichts für mich. Und Horrorspiele, das allererste Horrorspiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe, war Resident Evil Zero. Da waren ein paar ganz gute Schocker dabei. Die Atmosphäre war unheimlich, aber es war nicht so schlimm vom Horroreffekt. Da dachte ich mir so, ja, okay, das Horrorspiel war nicht so schlimm, also könnte ich vielleicht noch eins probieren. Dann will ich das hier Hunting Ground und was geschieht? Ich bin seelisch ein Wrack. Aber ich glaube, wenn Daniela putzt, tut sie uns nichts. Wenn sie andere Tätigkeiten erledigt, wie zum Beispiel das mit dem Ofen, dann hätte sie uns was getan. Das war auch der Grund, warum ich sie am Ofen nicht angesprochen habe. Aber wenn sie putzt, tut sie, glaube ich, nichts. Ich hoffe das. Ansonsten gibt es jetzt, ja, Fiona geschnitzelt ist. Der Jupiter-Schlüssel habe ich auch noch. Warum? Naja, lesen wir erstmal das Hubru-Medaillon. Medaillon für alchemistische Veredelung. Für Schaffung von Angriffsobjekten genutzt. So wie die Stiefel oder wie war es, wie ist das gemeint? Oder wie die, ja, wie hieß sie? Edelantimon und Edelmagnesium? Sowas vielleicht? Das wäre natürlich geil. Was ist das überhaupt? Kenne ich nicht. Was ist das? Vermindert Panik gänzlich. Ja, ist schon wieder eine Zeit lang her, dass ich gespielt habe. Das beunruhigt mich, dass das Herrenhaus immer noch so groß ist. Und ihr habt vielleicht gesehen, dass der letzte Part etwas kürzer war. Ja, sowas muss ich teilweise auch mal machen. Okay, wie spreche ich dich an? Ob mit Kreis. Ich hoffe, du tust mir nichts ansonsten. Miss Fiona. Mein Gott, was für eine schmutzige kleine Prinzessin. Die kleine Prinzessin Sarah vielleicht? Ein kleines Geschenk vom Herrn des Hauses. Hebels Parfum. Ja, danke oder so. Parfüm aus einer Essenz der Hebelblume gewonnen, hat ein kaum erkennbares Aroma.
Ich bin jetzt schon wieder fertig, ich glaub's nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Eigentlich ist jetzt nichts geschehen, was mich auf die Palme bringen könnte, also seelisch gesehen, aber ich bin jetzt so fertig, ich weiß nicht warum. Das Problem ist meine Fantasie, also ja, ich bilde mir mehr ein, als passiert, und das ist für dieses Spiel tödlich. Und leider bin ich so einer, der sich sehr, sehr viel einbildet. Also bin ich eigentlich der schlechteste Mensch, der dieses Spiel überhaupt spielen kann oder sollte. Frage, was mache ich jetzt? Venus-Schlüssel. Soll ich die Venus-Tür aufschließen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich möchte Huey haben. So, Daniela steht hier. Ich hoffe, die tut mir nichts. Wenn sie jetzt hier um die Ecke kommt, dann kotze ich. Speichern unbedingt. 18.3. Wir haben. Oh, vor 4 Tagen. Okay. 22.3. Man sieht es. Also so lange ist das auch noch nicht her. Und ich weiß noch, da habe ich Mega Man Zero 3 noch aufgenommen. Zwei Parts, nachdem ich Hunting Ground hier beendet hatte. Und ja. Da habe ich auch gefehlt, weil wegen Zahnschmerzen und so, die jetzt zum Glück weg sind. Das freut mich doch sehr. So. Jetzt, Moment, Pause. Lass mich überlegen. Was soll ich jetzt tun? Ich habe ein Parfum. Huey ist nicht da. Ich müsste irgendwie Huey suchen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo er zuletzt war, weil ich mir die Aufnahme von davor jetzt nicht angesehen habe, sondern vor ein paar Tagen. Und da habe ich auf den Text geachtet und nicht darauf, wo Huey war. Das heißt, ich werde jetzt. Ja, was soll ich tun? Ich habe keinen Plan. Und irgendwie geht es mir gerade sau schlecht. Ich weiß nicht warum. Ich bilde mir so viel ein. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Naja, wenn ich nicht weiß, wo Hugh ist, dann bringt das sowieso nichts, die Aufnahme weiterzumachen. Dann habe ich nur dieses scheiß Parfüm geholt, ein bisschen gelabert. Das ist eigentlich kein richtiger Part, aber. Dieses Spiel lässt mich einfach nicht weiter aufnehmen. Naja, lass mich überlegen. Ich müsste jetzt quasi den Videograbber ausstecken. Müsste dann. Also ich müsste jetzt diesen Part beenden, den Videograbber ausstecken, meine externe Festplatte einstecken, mir den Part von davor angucken, gucken, wo Huey war. Dann müsste ich wieder hier den Video. Dann müsste ich die externe Festplatte wieder ausstecken, den Videograbber ein, müsste dorthin gehen, wo Huey wäre und. Zu viel. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Sorry. Mir geht es heute sowieso nicht so blenden, weil mir viel zu viel einbilde und so sollte ich das Spiel nun mal nicht spielen. Das heißt, ich werde jetzt diesen Part beenden, werde die Aufnahme von davor angucken, wo Huey ist und werde. Ja, werde dann den nächsten Part, vorausgesetzt, es gibt ja überhaupt einen nächsten Part, ja, weitermachen. Weil ich habe mir ernsthaft heute Nacht schon überlegt, dass ich ein Video anfertige, wo ich dieses Projekt abbreche. Das habe ich mir wirklich schon überlegt. Aber vorerst möchte ich es noch nicht. Ich möchte versuchen, so weit wie an meine Grenzen zu gehen, wie nur möglich. Aber das ist in diesem Spiel leider sehr, sehr schnell erreicht. So, dann würde ich sagen, das war der heutige Part von Hunting Ground. Tut mir leid, dass er so kurz war und tut mir leid, dass ich in diesem Part jetzt kaum was gemacht habe. Ich habe nur kurz einen Weg nachgeguckt und da hatte ich Glück und habe sogar was gefunden. Wenn es ein anderer Weg gewesen wäre, dann ja, scheiße. Geil, hatte ich echt Glück. Das wusste ich gar nicht mehr, dass da das ist. Weil ich habe ja mal ein Let's Play von Hunting Ground gesehen und da wusste ich nicht mehr, dass Daniela dort steht. Ich dachte, sie ist woanders, da war nun gut. Und ich wusste auch nicht mehr, dass sie mir dieses Parfum gibt. Also vom Let's Play weiß ich eigentlich überhaupt nichts mehr. Das war eigentlich jetzt alles Glück. Nun gut. Tut mir leid für den kurzen Part. Tut mir leid, dass nicht viel passiert ist. Aber ja, ihr müsst mich ein bisschen verstehen. Hoffentlich. Gut, das war Hunting Ground für heute. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Obwohl, eigentlich könnte ich den Part von davor, die 8 Minuten, und diesen hier zusammenschneiden.
Das ist eine Idee, das werde ich vielleicht machen, weil der Part von davor ist zu kurz und der hier ist eigentlich auch zu kurz, um ihn als normalen Let's Play-Part zu verwenden. Okay, Planänderung, also nochmal Planänderung. Ich werde, da hier jetzt nicht so viel passiert ist und den Part davor nicht, werde ich eventuell beide Parts zu einem zusammenschneiden, damit ihr wenigstens ein bisschen was seht. Also, das heißt, in diesem Part wurden wir auch schon von Daniela verfolgt, wenn ich das wirklich so mache. Aber nun gut. Gucken wir mal, wie ich das machen werde. Ich sage mal, das war Hunting Ground für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!